Die Heldele GmbH, klassisch organisiert und orientiert, Gebäudetechnik, Informations- und Telekommunikationstechnik sowie die Automatisierungstechnik. Neu so gekommen ist das Thema Elektromobilität und hier speziell das Thema Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Auf der einen Seite haben wir einen sehr stark wachsenden Markt, fast schon exponentiell. Auf der anderen Seite haben wir ein stagnierendes Mitarbeitervolumen. Wir können den Markt kaum befriedigen, da uns die Mitarbeiter fehlen. Das Projekt Rex Elektro hat sich vorgenommen, ein umfangreiches Fortbildungskonzept zu entwickeln, um Fachkräfte in unterschiedlichen Stufen für diese Aufgabenstellung der Installation der Ladeinfrastruktur in Verbindung mit erneuerbaren Energien, Energiemanagement und Gebäudesystemintegration zu schaffen. Wir haben innerhalb weniger Jahre riesige Fortschritte. Wir haben höhere Ladeströme. Wir bauen nicht nur ein oder zwei Ladestationen, ganze Parks. Das Thema Lastmanagement wird furchtbar interessant. Es ändert sich halt auch regelmäßig was, es kommt was dazu. Und dementsprechend muss man natürlich auch schauen, dass man auf dem aktuellen Stand ist. Der Berufsspezialist, die Berufsspezialistin für Ladeinfrastruktursysteme der Elektromobilität ist ein Baustein auf der DQR Stufe 5. Die Kursteilnehmer lernen, wie sie die Ladestationen richtig errichten können, das heißt richtig anzuschließen, dann die Ladestationen im Betrieb zu nehmen. Beim Planen und Installieren, da geht es dann vor allem auch Richtung Auslegung der Leitungen. Es geht um Richtung, die Schutzorgane richtig auszulegen. Wenn ich erneuerbare Energien habe, Photovoltaikanlagen, dass auch die hier sinnvoll mit eingebunden werden können. Beziehungsweise wenn ich die Photovoltaikanlage in Kombination mit einem Energiespeicher habe, diese Energie dann ins Fahrzeug geladen werden kann. Beispielsweise bei Tiefgaragen kommt die vernetzte Ladeinfrastruktur zum Einsatz. Wenn ich 40, 50, 60, 70 Ladestationen habe, beim Baustellenmanagement geht es um die rechtzeitige Koordination. Das heißt, ich muss mit meinem Netzbetreiber abstimmen, ob die Kabelquerschnitte ausreichend sind, ob ein Anschluss verstärkt werden muss. Diese 540 Unterrichtseinheiten, sprich die 400 Zeitstunden, die dort gefordert sind für den Berufsspezialisten, die sind in 300 Unterrichtseinheiten für das Präsenzlernen gedacht, wo entweder der Dozent mit den Leuten praktisch arbeitet, in der Werkstatt ist, geführte Unterrichtsinhalte macht. Zum Zweiten haben wir ca. 200 Unterrichtseinheiten, die ausschließlich im selbstorganisierten Lernen stattfinden. Das Online-Konzept gliedert sich in zwei wesentliche Teile auf. Zum einen Online-Tutorien. Dort wird praktisch durch einen Dozenten begleitet, Wissensvermittlung stattgeführt, werden gemeinsam Aufgaben bearbeitet. Zum Zweiten haben wir das online selbstorganisierte Lernen, wo die Teilnehmer wirklich auf der Lernplattform selbstständig arbeiten, zu Hause Übungen durcharbeiten. Auf der DQR Stufe 6 entwickeln wir einen Bachelor für Elektromobilität und energieeffiziente Energiesysteme. Und auf der DQR Stufe 7 werden wir noch einen Master Professional im Bereich der Elektromobilität anschließen. Wir haben eine strategische Lücke zwischen dem Bedarf und eben dem aktuellen Stand der Mitarbeiter, der Qualifikation der Mitarbeiter. Wir wollen letztendlich durch diese Qualifikationsmaßnahme diese strategische Lücke schließen. Mich persönlich bringt es dann halt auch dadurch weiter, dass man halt in der Projektleitung, in der E-Mobility sehr viel mehr arbeiten kann und dort auch Projekte umsetzen kann. Und man kann sich ja dann auch noch weiterentwickeln zum Bachelor Professional. Politik und Gesellschaft werden im Bereich der Verkehrs- und Energiewende vor allem deswegen profitieren, weil wir durch unser Fortbildungssystem den Engpassfaktor Fachkräfte beseitigen. Also die technischen Herausforderungen dabei, das sieht man eher sportlich und es macht einem Spaß, an solchen neuen Problemen ranzugehen und dafür Lösungen zu entwickeln.